Der Kerngedanke des Lions-Projekts besteht darin, dass man ein autonomes Fahrzeug mittels sichtbarem Licht navigieren kann. Dazu werden Industrieleuchten entsprechend umgerüstet, dass diese eine entsprechende Kennung aussenden. Man kann sich das also vorstellen wie eine Art Morsezeichen, was durch jede Leuchte ausgesendet wird, mit dem Unterschied, dass dieses Morsezeichen nicht für das menschliche Auge sichtbar ist. Auf dem autonomen Fahrzeug ist dann ein entsprechender Sensor montiert, der diesen Morsecode entschlüsseln kann und die eindeutige Kennung der Leuchte identifizieren kann. Das wird dann genutzt, um das Fahrzeug wie hier vor Ort bei KLB in einer realen Anwendungssituation navigieren zu können. Das Projektziel war, dass wir Erfahrungen mit dem Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen sammeln und dann auch zusätzlich die neu entwickelte Technologie wirklich in der Praxis anwenden und ausprobieren können. Die wesentlichen Ergebnisse für KLB liegen darin, dass wir wirklich den Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen testen konnten und damit auch für uns eruieren konnten, ob so ein Einsatz Sinn macht oder nicht. Und es macht durchaus Sinn, ja. Ja, für die Firma Göttingen war das übergeordnete Projektziel jetzt hier im Lions-Projekt die Findung eines neuen Sensors. Da ist für uns als Sensor- und Komponentenhersteller für die Produzenten von fahrerlosen Transportfahrzeugen halt sehr wichtig, die Palette an möglichen Sensoren zur Spürführung halt weiter auszubauen. Und da kam uns dieses Projekt halt sehr zugute. At Osram, we developed the luminous driver with the sensor integrated into the KT vehicle. It's actually a kind of camera vision-based solution where we track the position of the camera through the light and through the features on the ceiling. You have a free moving vehicle where you don't have to be bounded into a line or plus it provides additional infrastructure which is already installed. Da wir unsere Produktionsflächen erweitern, wird dieses hier eingesetzte Fahrzeug bei uns in dem neuen Produktionsbereich nicht zum Einsatz kommen, sondern dort werden wir auf ein staplerbasiertes FTS einsetzen. Our current target, we have completed the proof of concept and we have proven that the technology is there and it's feasible. Allerdings muss für die Marktreife der Sensor noch weiterentwickelt werden. Das heißt, hier sind insbesondere die Punkte der Integration in das Fahrzeug und die Miniaturisierung wichtig. Zudem muss das System natürlich auch einen attraktiven Preis bekommen.